So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich erhalte Konditionen oder Schilde in einem Busch. So, wir gehen dazu wieder ganz entspannt in Gruppenkeile. Ich sage ja, wenn es den Modus Gruppenkeile nicht gäbe, wären die Aufgaben deutlich schwieriger. Jetzt nicht unbedingt die, aber allgemein. So, dann kurze Info an alle Neuen, die gerade das Video sehen. Wir machen auf unserem Kanal eine Skin-Verlosung von einem legendären Skin, aber also 2000 V-Bucks-Skin. Wenn du daran gerne teilnehmen willst, dann guck einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich einen extra Link gemacht, wo du dir das Video angucken kannst dazu und eventuell sogar mitmachen kannst. Dann dasselbe natürlich oben rechts in der Infobox, die eben bereits schon kam. Und ganz am Ende vom Video, wo du natürlich auch gerne abonnieren kannst, ist das Video nochmal mit reingepackt. So, dann gehen wir doch mal rein. Und irgendwie ist die Pickaxe verbuggt im Gruppenkeil-Modus. Weil ich war nämlich gerade noch in der Solo-Runde ganz kurz. Und da war die Pickaxe nämlich lila. Hier aber komischerweise nicht. Also Fortnite ist zurzeit wieder on top. So, was müssen wir machen? Genau, entweder Schilde oder Kondition holen. Also, wir gehen direkt raus. Auf ganz entspannt. Wie gehen wir denn hin? Muss jetzt gerade selber überlegen, weil wir brauchen ja ziemlich schnell einen Busch. Ich glaube, wir gehen mal hier rüber. Wir müssten eigentlich müssten wir hier einen Busch finden. Das Schlimme ist, ich sehe. Doch, da ist einer. So, wenn wir jetzt hier noch Blue Life finden, aber sieht glaube ich gut aus, wenn ich mich. Ja, hier haben wir doch schon. So, ihr holt euch Blue Life mit. Ich hole mir nur gerade vorsichtig mal ein bisschen was an Waffen mit. So, dann noch gehen wir hier rüber. Zack. Und wo war jetzt der Busch? Ich glaube, hier auf der Spitze war der. Dann gehen wir nämlich. Oder? Haben wir hier noch irgendwas? Warum ist denn hier so wenig Büsche? Ah, da haben wir noch einen. Lol. Man merkt schon, es ist kurz vor einem. Im Prinzip mache ich hier viel zu lange. So, ihr geht mit dem mit dem Biggie in den Busch und einfach trinken. Mehr müsst ihr nicht machen. Mehr ist es auch nicht. Zack, und Aufgabe geschafft. Wenn ich dir schon damit helfen konnte, gern Like da lassen, Abo nicht vergessen. Und in dem Sinne würde ich sagen, für die, die jetzt schon fertig sind mit der Aufgabe, haut rein, viel Spaß noch. Die anderen, die natürlich wieder gerne supporten wollen, so haben wir das ja im Livestream besprochen. Die können natürlich jetzt noch gerne ein bisschen dabei bleiben. So, wir sammeln weiter EP. Ganz entspannt. Mit Pilzen kannst du eigentlich so schnell EP farmen. Also es ist überhaupt nicht schwer. Einfach nur die Pilze einsammeln. Zack, zack, noch ein Pilz. So, hier haben wir noch einen Busch. Der macht gerade die Aufgabe. Einmal Lazy Lake besuchen mit einem Boot. Man kennt ihn. So, jetzt könnten wir eigentlich mal anfangen, uns nochmal eine Sniper zu suchen. Boah, man merkt echt, ey, dass ich langsam müde bin. Ey, 20 Videos an einem Abend machen, das ist echt ein bisschen crazy. Ich meine, wenn ich die alle nur so eine Minute machen würde, ja, dann wäre es ganz entspannt. Da wäre ich glaube ich auch schon längst fertig. Aber so, das ist schon ein bisschen, huiuiuiui, das geht an die Substanz. Also wer dasselbe machen will wie ich mit den ganzen Aufgaben, der hat sich echt was vorgenommen. Ach, die Pickaxe funktioniert ja doch. Lol. So, hier oben müsste glaube ich noch eine Truhe sein. Ach, wir gehen einfach Richtung Zone. Einfach ganz entspannt. Da ist so viel Vorratslieferung. Da wird ja wohl irgendwo eine Sniper drin sein. Zack. Weg ist er mit seinem Boot. Hauptsache, die Leute nerven. Da kriegen wir sogar zwei Vorräte oder was?
Schmeckt. Gucken, was in den anderen Vorräten ist, wenn ich da pünktlich hinkomme, weil ich sehe da hinten schon so einen kleinen Pfeil kommen. Ah, müsste passen. Oder? Ach, der ist noch ganz weit weg. Lol. Wo wird er mir denn schon angezeigt? Oh, die hatte ich ja schon lange nicht mehr. So, Medikit brauchen wir nicht, denn wir können ja hier ganz entspannt durchs Wasser gehen und schon haben wir wieder unser volles Leben. So, wäre natürlich trotzdem nicht schlecht, wenn wir mal eine Sniper finden würden. So, auf ganz entspannte Basis. Hier. Oh Gott, ey, das ist schön. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Da. Ja, genau. Noch mehr Lex. Man kennt ihn. Ach, die haben nur die Dinger runtergeschossen. Ich dachte, die wären schon Gegner. Aber ich weiß nicht, so Vorratslieferungen sind irgendwie auch nicht mehr so der Burner, habe ich das Gefühl. Sind zwar nicht schlecht, aber pff, ist nicht mehr so wie früher. Da hat man eine Vorratslieferung auf der Karte gesehen, direkt hin. Ja, der erste sein, heutzutage einfach, ach ja, das ist eine Vorratslieferung. Lex können mich nicht aufhalten. Kappa. Jetzt weiß ich gar nicht, war das jetzt der Gegner oder nicht? Sicher bin ich nämlich jetzt nicht. Nicht, dass es ein anderer war. Holen wir noch unseren ganz entspannten Angel mit. Angel muss sein. Wir brauchen immer noch Waffen. Dankeschön. Was habe ich gebraucht? Eine Sniper, gell? Ah, okay. Wollte nur nochmal nachfragen. Mit 19 Schuss, ja, ein bisschen mehr hätte es auch sein können. Komisch, dass hier keiner landet. Weil hier wäre doch eigentlich der perfekte Ort zum Spielen. Auf ganz entspannte Basis. Schön im Wasser stehen, schön gegenheilen können. Wo schießt er hin? So, komm, ich will nur meine Sniper-Hits haben. Mehr will ich doch gar nicht. Ja. Guck mal, kaum sehe ich einen Gegner. Wie es laggt? Lol. Autismus. Wie er mir die Kill klauen wollte, der Hund. Nein. Natürlich hämmer ich daneben. Er holt mir einfach beide weg. Aber den Teddy hätte ich eigentlich haben müssen. Das war echt schlecht gemacht von mir. Wie heißt es immer so schön? Man sieht immer zweimal Leben. Oh, No-Scope. Schmeckt. Ja, der Schaden ist wichtig. Der Kill muss noch nicht mal sein. LOL, 20er Hit. Man kennt ihn. Aber wie gesagt, Hauptsache ich habe meine Medaille. Wir haben unsere Aufgabe in der Runde geschafft.
Erstmal danke für alle, die jetzt so lange dabei waren. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.